So, hallo zum dritten Teil der Black Ops Reihe. Diesmal nur eine Demo, nur der Teil mit der Sniper. Sonst wäre es auch ein bisschen zu lang geworden. Wahrscheinlich, es waren glaube ich 17 Minuten 40 oder so das gesamte Match. Wäre leider zu lang geworden, weil ich im Moment nur 15 Minuten Videos machen kann. Und da habe ich auch schon den ersten. Da stand ich eine ganze Weile, glaube ich, an der Stelle. Ganz nice war irgendwie. Irgendwie kann ich dieses komische... Wo kann ich das hier mal ausblenden? Wie blendet man denn diese... Ah, da. So, ich mach das mal weg. Hab ich mal ein bisschen mit der Sniper gespielt. Weil viele ja sagen, das ist gar nicht so toll, aber ich finde die Sniper eigentlich schon relativ toll. Man kann auch damit treffen eigentlich. Wenn man sie öfter spielt, dann trifft man auch nichts. Da habe ich den nächsten schräg an der Konsole. Und oh, bam, durch die Wand. Und da der nächste. Boah, was ein Schuss. Und jetzt kommt noch ein. Ja, manche laufen einfach nur dann vorbei. Kommt eine Zeit lang anscheinend keiner. Doch, das ist einer. Aber durch das dicke mit Betonteil kann man leider nicht durchbangen. Habe ich ihn einfach mal am Leben gelassen. So nett war und hört, da wird gerade die Bombe gelegt. Ich habe mir überlegt, ob ich da hingehen sollte. Aber in dem Moment habe ich schon gesehen, dass ich es auch alleine schaffe. Oder? Bin ich doch hingegangen. Ja, ich bin doch hingegangen. Das war anscheinend ein Fehler und ich bin wahrscheinlich jetzt tot. Ja! Es war ein Fehler, da hinzugehen. Sie haben es mir auch alleine geschafft. Eiger, schön wieder an mein tolles Plätzchen gehen. Und da ist schon der nächste. Und ich hit ihn nur an. So ein Schein. Und da kriege ich den Assist für den. Das ist eigentlich das Einzige, was mich an der Black Ops Sniper stört. Dass man manchmal Leute einfach nur anhittet. Ohne dass sie dann auch sterben. Das ist echt manchmal ein bisschen nervig. Ich meine, wenn ich einen Sniper kriege, der Oberkörper oder halt über, ja, halt nicht unbedingt eine Beine oder eine Arme, aber der halt eigentlich ein bisschen überlebt, das einfach, weil wir halt so Ultra, keine Ahnung, Perk oder so haben oder warum auch immer. Das ist schon ein bisschen nervig. Und dann, ui, Nate. Aber sonst geht die Sniper eigentlich, also ich finde die eigentlich in Ordnung. Ich finde es ganz gut, dass sie, also dass man schon die Luft anhalten muss, damit man dahin trifft, wo man auch hintreffen kann. Und dass es ansonsten so ein bisschen wackelt. Weil es dann ziemlich viel zu einfach wäre und einfach jeder die Sniper nehmen würde. Und so können nur einige Leute die Sniper nehmen. Und da habe ich den gar nicht gesehen, dass er da liegt. Er lag da einfach mal, hat sich entspannt. Und da wollte ich eigentlich nur wegspringen und dann mal durchbangen, aber ich bin da einfach da drüber. Voll unnötig. Und da bam! Und nachfallen. Ui. Und da versuche ich noch einen zu bangen, voll unnötig, weil das sowieso nicht klappt. Obwohl es schon mal geklappt hat, einmal nur zu machen, dass ich gebangt habe, das war ein Ultra-Glücksschuss. Nosum ist sowieso irgendwie nicht ganz so einfach in Black Ops. Zumindest nicht, wenn man voll in der Action drin ist, in der Bewegung. Hallo. Der hat den Gegner schon abgelenkt, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, geh ich mal um die Ecke und gucke, wo er ist. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er! Da kommt einer! Und jetzt habe ich eine tolle andere Pose gefunden, wo man aussnipern kann. Bam, da ist der erste. Aber irgendwie kommt da jetzt. Doch, da kommt der nächste, den ich mal wieder nur anhitte, quer durch die Treppe anscheinend oder so. Aber ich krieg immerhin den Assist dafür und warte einfach mal, ob noch einer kommt. Kommt erscheint keiner. Versuche ich nochmal zu bangen, weil ich so toll bin. Schieße mein Teammate ab, auch nicht schlecht. Da jetzt habe ich links einen gesehen. Nein, habe ich nicht. Jetzt sehe ich ihn erst. Oder sehe ich ihn? Da, jetzt sehe ich ihn. Aber er versteckt sich da hinter diesen Konsolen. Jetzt ist er da. Ich darf ihn nur nicht. Und ich hätte ihn dann. Ich bin so schlecht. Ich gucke, ob da noch einer kommt. Kommt keiner. Kann ich ihn messern? Jawohl. Dann die AKU noch schnell genommen.
und wieder an die Sniper-Pose. Da bin ich schon der Erste. Nicht treffe. Och man. Die Zeit. Ah, okay. 1,5 Minuten. Was ist jetzt noch? So lange müssen wir den Spot halten. Der B-Spot. Irgendwie renne ich da voll mysteriös. Warum auch immer. Man weiß es nicht. Da habe ich Halluzinationen anscheinend. Da rettet mich mein Teammate zum Glück. Endlich mein Teammate, der mich mal gerettet hat. Warte ich wieder einen Moment. Lalala, lalala. Und da hinten kommen Gegner, ich habe ihn nicht gesehen anscheinend. Nein, habe ich nicht. Ah, den habe ich gesehen und angehittet nur. Oh Mann. Da ich ja. Ich werfe ihn mal mit der Nade ab, aber er hat sich irgendwie zurück. Er ist zurückgekrochen. Ist dann aber trotzdem durch meine Nade gestorben. Da treffe ich nicht. Oh nein. Da hätte ich wieder. Ah, ich hab jetzt irgendwie so mit den Leitern, mit den Treppen kann ich durch die Treppen anheben, das ist mein Hobby. Da sehe ich einen und da kommt eine scheiß Armbrustbolzen. Und ich konnte nicht wegrennen. Da kommt einer, bam! Toll ist, davor habe ich so ein paar Nosen gekillt, aber die Runde war einfach viel zu lang, sodass ich die nicht hätte linksen können, mit reinnehmen können. Aber egal. Das war mal eine kurze Sniper-Demo. Bis zum nächsten Mal.